So, hallo, willkommen bei unserer 18. Folge. Wir sind immer noch in der Nacht am Sonntag. Cherrya ist noch wach und war am Angeln. Und wir haben im, also ich habe im Inventar diese Kuhpflanze gefunden. Deswegen spiele ich das Video jetzt auch noch ab diesem Sonntagmorgen. Und nicht, also nicht um 8, sondern mitten in der Nacht, um euch zu zeigen, dass wir jetzt diesen Kuhsamen von dieser Kuhpflanze einpflanzen, um zu gucken, was da rauskommt und um zu gucken, ob wir die auch am Leben erhalten. Weil mit so zwei nicht sehr grünen Daumen ist das natürlich alles andere als einfach. Da hinten ist die Kuhpflanze übrigens eingepflanzt. Wir bewässern sie jetzt. Die Kinder schlafen. Und Cherrya ist am Gärtnern. So, also, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Gucken. Nachdem die Gartenfähigkeit auch ein bisschen gestiegen ist, können wir sie auch schlafen lassen, um den nächsten Morgen dann in Empfang zu nehmen. So, lange schlafen haben wir Cherrya jetzt nicht lassen. Da Rita aufgestanden ist und das Klo dreckig gemacht hat, darf sie natürlich das Klo der Tochter, das dreckige Klo von der Tochter putzen. Und dann darf sie jetzt wieder schlafen. Rita ist momentan die Einzige, die wach ist, hat gerade was gegessen und sitzt jetzt, glaube ich, an dem Kunsttisch. Aber wir räumen erstmal selber ein bisschen das Spielzeug weg und die Teller und da ist auch noch ein Teller. Ach, sie isst ja gerade. Ach, sie isst an dem Kunsttisch. Jetzt verstehe ich, warum sie da auch sitzt. Alles klar. Ansonsten geht's ihr gut, außer dass sie ein bisschen dreckig ist. Aber sie kann ja jetzt gleich duschen gehen. Nein, sie kann Steine graben. Also das Steinegraben spule ich euch auch mal wieder vor. So, während Rita ihre Angelfähigkeit nach dem Steinesammeln ein wenig vorantreibt, sind auch Estelle und Juri wach geworden. Juri ist sehr hungrig und ein Level up in der Angelfähigkeit. Juri ist sehr hungrig, der kann jetzt erstmal was essen. Estelle hat ihre Bedürfnisse schon gestillt, war gerade noch was baden, hat schon gegessen und hat jetzt den Tag zu ihrer Verfügung. Wir verkaufen fleißig das Inventar von Rita. Da haben sich ein paar Fische und Steine angesammelt. Mittlerweile auch schon wieder 305 Simoleons. Damit kann man auch schon wieder bald was kaufen. Aber die Sachen werden ja auch immer teurer, wenn man sich die besseren Sachen leisten möchte. Na, da läuft Estelle übrigens. Cherrya schläft noch. Okay, es ist auch erst 9 und es ist sonntags bei denen. Sie hat auch das Recht darauf, zu schlafen. Ah, Estelle angelt jetzt weiter und Rita hat gerade wieder ein wenig mit ihrem Handy rumgesurft und sammelt jetzt weiter Steine. So, es ist auch wieder Besuch da. Cherrya ist aufgewacht. Jetzt kann sie den Besuch erstmal hereinbitten. Und auch wieder einer unserer Stammbesucher. Soy Brew. Juri muss ja noch seine Künstlerfähigkeit erhöhen. Also während die beiden Mädels draußen rumspielen, kann er an den Zeichentisch und da schon mal anfangen, sein Bild zu zeichnen. Ja, er steht jetzt gerade wieder auf und hat keine Lust. Doch, hat er. Immer dieses Hin und Her.
to bean, lunch to tool. Ah. Oh, das Klo ist auch schon wieder kaputt. Kann repariert werden. So, ein Kind ist auch wieder schon nach Hause gekommen. Und während Cherry das Bad geputzt hat, das Klo repariert hat und die anderen Sachen, kann sie jetzt anfangen, wieder ein bisschen Geld durch Malerei zu verdienen. Juri ist immer noch an seinem Bild beschäftigt, hat es gerade eingesteckt, kann es gleich verkaufen und kann das nächste zeichnen. Und da Rita ja gerne draußen ist, ist sie, glaube ich, immer noch draußen. Estelle ist nach Hause gekommen. Unten in ihrem Zimmer ist sie und spielt. So, schnell das Bild verkaufen und 104 Simoleons verdienen. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. So, die Feinschmecker-Fähigkeit hat Cheria jetzt auch erlangt, nachdem sie die normale Kochfähigkeit bekommen, ja, sowieso hat und ein bisschen ausgereift hat, kann sie jetzt auch Feinschmecker-Rezepte machen. Das heißt, die Kinder kriegen auch was Vernünftiges zu essen. Es ist jetzt auch etwas Nachmittag, das heißt, die Kinder können auch zusammen alle essen kommen. So, da wir ja ein bisschen Geld verdient haben, gehen wir auch mal ins Kaufmenü und gucken, was wir so noch besorgen können. Die Spielzeugbox zum Beispiel für 200 Simoleons können wir uns holen. Dann können wir auch immer dieses lose Spielzeug, was hier rumfliegt, wieder eintüten. Cherrya bekommt dafür 50 Punkte, da sie Spielzeug kaufen wollte. Und durch die Punkte, also die Punkte verdienen wir uns ja nach und nach. Gleich kann sie das zweite Bild anfangen, um wieder die 200 Simoleons reinzukriegen, die wir für die Kiste ausgegeben haben. Juri ist auch mit seinem Bild fertig. Das kann erstmal ins Inventar. Oh, Wabarani Zimze. Rita macht sich wieder Freunde der Bank. Sie zofft sich nicht wie beim letzten Mal. Das Gespräch mit den zwei älteren Damen scheint friedlich zu verlaufen. Und wir können jetzt beste Freunde mit Juri und Cheria werden. Ich habe das direkt mal angeklickt. Cheria malt noch und Juri macht die Bilder im Inventar, die wir jetzt verkaufen, und sitzt sonst so rum. Mittlerweile haben wir auch Level 5 der Malerfertigkeit, der Malerfähigkeit erlangt, können das Bild verkaufen. Vielleicht gibt es ja etwas mehr dafür als beim letzten. Da gab es ja nur 100 für das große Bild. Ich bin jetzt mal gespannt. Aber die beiden wollen ja erst noch Freunde werden und quatschen. Jetzt geht sie zum Bild und... 98. Ja, hat sich ja geübt. Nicht. Egal. Die nächsten Bilder werden besser. Huh.
Hofnase. I'm back. Ja, schnell mal ein Selfie. Das baut auch die Freundschaft auf. Schließlich, wenn man jetzt beste Freunde geworden ist, darf man auch mal Selfies zusammen mit der Mama machen. Ja, der Abend beginnt langsam. Rita ist ja von ihrem langen Tag nach Hause gekommen und schläft jetzt. Estelle liest jetzt noch etwas, bevor sie schlafen geht. Cheria hat die schmutzige Badewanne, wie es sich für eine gute Mutter gehört, sauber gemacht. Und der kleine Juri isst gerade noch was zu Abend. Da ist noch ein schmutziger Teller auf dem Tisch, der gespült wird. Und ja, Cheria kann ja ihren neuen tollen Fernseher begutachten, diesen Mini-Fernseher. Aha, immerhin etwas, da kann der Spaß auch wieder hochgehen. Und so neigt sich dieser 18. Sim-Abend dem Ende zu. Wir räumen noch das Spielzeug vom Boden in diese neu erworbene Kiste. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, bei der Challenge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis demnächst. Tschüss!